Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mirror's Edge mit mir und der Dani. Hallo, hallo. So, und es ist halt schon wieder ein ganzes Weilchen her, die letzte Folge. Ihr hattet euch vielleicht gewundert, dass die so mittendrin angefangen hat. Das lag einfach daran, dass wir, dass ich die bisher nie hochgeladen hatte. War aber so ganz gut, so hatte ich jetzt noch eine quasi auf Lager. Und jetzt haben wir also unsere neue Aufnahmesession und den Upload-Plan. Das habt ihr ja zwischensicherlich über die anderen Projekte jetzt schon mitbekommen und wie es auch im Kanalbanner steht. Also, aber Mirror's Edge soll es jetzt immer mittwochs geben, wie Mirror's Edge. Und immer um 15 Uhr. Ist natürlich viel passiert und ich bringe euch vielleicht auch nochmal alle auf Stand und Dani auch. Ich weiß nicht, hast du die letzte Folge jetzt noch gesehen? Nope. Hat sie nicht. Okay, also. Wir sind ja nach wie vor die liebe Faith und wir waren jetzt ja vor einiger Zeit bei Ropeburn. Der ist ja dann auch erschossen worden und wir haben gerade noch von ihm so mitbekommen, dass er ja wohl den Mörder für Pope angeheuert hatte und meinte, es gäbe einen Treffpunkt mit diesem Mörder und das wäre dieses New Eden Einkaufszentrum gewesen. Und dann sind wir dahin und dort hat aber jede Menge Cops auf uns gewartet. Das Ganze sah also gehörig nach Falle aus und wir sind gerade noch so entkommen. Und haben dann erst einmal den lieben Jackknife zur Rede gestellt, der, wo Faith jetzt dachte, der könnte da eventuell was drüber wissen oder damit zu tun haben. Aha, und Faith wird hier schon langweilig. Jackknife hat uns aber versichert, dass er damit überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn er Faith umlegen wollte, das wird er selber machen. Und dann ist Faith, weil sie gerade in dem Gespräch mit Jackknife jetzt war, nochmal wieder so ein Banner aufgefallen von Pirandello Kruger. Und genau diesen Schriftzug und dieses Logo hatte sie eben auch schon im Büro von Ropeburn gesehen und findet das jetzt doch so ein bisschen seltsam und hat dann den lieben Merck gefragt, ob man mal was rausfinden könnte. Und er meinte, es wäre so ein Sicherheitsunternehmen. Die machen gepanzerte Wagen und was weiß ich nicht alles. Und haben jetzt hier am Hafen ein neues Gebäude hochgezogen. Das hier? Und Faith hat gesagt, okay, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Faith folgt hier gerade mehr ihrem Instinkt. Auf, wie geht's? Du hast gerade so mit Namen um dich geschmissen. Ich komme so halbwegs hinterher und kram in meine Erinnerung, was das nochmal für Leute waren. Ropeburn war so ein unsympathischer, dicker Bösewicht. Ja. Genau. Pope war der am Anfang ermordet wurde. Exakt, der Bürgermeister. Jackknife weiß ich überhaupt nicht mehr. Ebenfalls ein Runner. Okay. Genau, hier sehen wir schon, also um hier hochzukommen, müssen wir, okay, ein bisschen mehr Anlauf. Ja, wir haben das lange nicht gemacht, das heißt, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Genau, Gibt uns ein paar Minuten, oder quasi, nicht mir, sondern dem Spieler neben mir. Genau. Ich trinke im Übrigen ein bisschen Tee, ich hoffe, ich schlürfe nicht zu laut. Ach, das sollte okay sein. Wenn ich schlürfe oder nicht Tee trinke? Beides. Gut, das war laut. Ja, und das Rumpeln der Tasse natürlich, wenn man sie abstellt. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht so das absolute Drama. Du drehst dich gerade hier irgendwie im Kreisel. Ja, ich drehe mich im Kreisel, habe überlegt, ob ich noch weiter hochkomme. Ist aber nicht der Fall. Ich denke, es geht dann hier weiter. Ja, genau. So, ich will mal ganz kurz ein bisschen Übersicht verschaffen. Okay. Ja, Wallrun und dann an die Leine. Und dann könnte man an die Leine und ganz runter, das will ich aber gar nicht. Ich will auf der oberen roten Leine bleiben und dann möchte ich, glaube ich, hier auf das Orangene. Das ist jetzt das Ziel. Wir probieren es aus. Okay, sehr schön. Dass dann da nicht die Hände wegburnen? Ja, sie trägt ja so ein bisschen so dezent Handschuhe. Ja, eigentlich aber schon irgendwie total von so einer Tour durchscheuern. So, das sieht doch erstmal so alles sehr gut aus hier. Guck mal, ich könnte mir unter die Tasse irgendwie so ein irgendwas stellen, das nicht so laut ist. Ach, schon gut. Mach einfach. In der nächsten Session, wenn du dann wieder einen Tee trinken solltest. Shit. Jetzt sind wir doch unten gelandet. Das wollte ich nicht, aber okay. Nehmen wir die Rohre. Hier auch glücklicherweise überall einfach aus den Wänden gucken. So ein Zufall aber auch. Tja. Ja, ich sag mal, Real-Life-Runner haben es etwas schwerer als wir hier, weil wir natürlich Vermutlich. Ja.
So, das sieht alles sehr richtig aus. Nur... Was machst du? Holy shit, okay. Ernsthaft? Nee, du willst links durch die Tür oder nicht? Nicht? Nein, die Tür geht nicht. Ach, die wäre sonst rot oder so, ne? War es nicht so? Ja, ja, genau. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier rauf will. Okay, das ist jetzt ein bisschen gesponnen, aber ich versuch's. Wow, okay. Nicht das schlecht. War richtig. Wenn das jemand mal irgendwo im Real Life machen würde, würde ich ja sowas in alle Hüte ziehen. Ja, wir hatten in der letzten Folge hatten wir gefragt, kaufen, wenn ich sie ziehen kann. In der letzten Folge hatten wir gefragt, wie man das eigentlich nennt, so Leute, die das machen, ob das Runner sind, ob das Parkourläufer sind. Total Bekloppte auf jeden Fall. Und ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war. Ich glaube, der Sport an sich wurde in. Oh shit. Okay. Da haben wir die Funkverbindung zu Merck verloren. Und noch jemand, wer war denn das? Hatte geschrieben, man nennt die Trasseur. Trasseur klingt verdächtig französisch. Ja, ja, ich glaube, der ganze Sport an sich kommt eigentlich sogar aus Frankreich. Ich meine auch. Hier kann ich leider... Doch, warte mal, kann ich hier vielleicht... Da kannst du doch außen rumklettern. Das würde ich ja sogar hinkriegen. Mal gucken, ob das geht. Na, das geht nicht. Ja, aber, hä? Da ist ein Stacheldraht da oben. Ja, aber außen rum, unten. Wie außen rum? Naja, so, da kommt man doch vorbei. Also ich meine, ich rein aus logischen Gesichtspunkten würde ich da... Hier komme ich doch jetzt nicht vorbei. Nein, doch nicht da unten. Sag mir, was du meinst. Halt mal an. Ja. Nee, diese Kabel. Da oben hoch, da so um. Ja, das habe ich ja gerade versucht. Das habe ich gerade versucht. Das ging ja nicht. Alles, was in diesem Spiel so einfach aussieht, würde ich nie im Leben machen. Aber das, wo ich sagen würde, das würde ich machen, das geht nicht. Das ist doch bekloppt. Ja. Gut, also jetzt nochmal. Okay. Entschuldigung. Wir haben ja auch... Ja, na also, sehr schön. Wir haben glücklicherweise, ich habe es nur vergessen, immer noch unsere linke Alt-Taste, die uns immer so ein bisschen sagt, wo es lang geht. Und das ist in diesem Fall hier. Okay. Es war übrigens ein ganz schöner Act, das Spiel jetzt hier wieder zum Laufen zu kriegen. Ich musste es jetzt tatsächlich auf Steam kaufen. Oh. Da haben wir Polizei, okay. Okay. Wie wär's mit einem Überraschungsangriff? Verdächtige gesichtet! Okay. Weg. Das sieht brutal aus. Ja, ist zwar ein Physikfehler, weiß. Aber... Ja. Sieht irgendwie sehr ungesund aus. Ja. So, wir riskieren es einfach mal. Okay. Ja. So viel zum Risiko. Ja, Leute, wir werden bald wieder so richtig, richtig fit drin sein. Ich habe jetzt halt bloß vorhin nochmal testweise das Tutorial gespielt. Nein, egal, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hatte ja bisher hier die CD-Version von Mirror's Edge oder DVD-Version, wie auch immer. Und die lässt sich jetzt nicht mehr installieren. Der liebe Kopierschutz Securom macht mehr als nur ein Problem. Du bist da weg. Ja, das war auch schon voll der Kopfschuss. Gut, wie machen wir das am besten? Kannst du den nicht von unten irgendwie angreifen? So, man sieht doch seine Füße. Also so würde ich es jetzt irgendwie machen, aber Okay, in den Füßen kriegt man keinen bewusstlos. Hier ist keine Runnerin. Nur Tauben. Halten Sie die Verbindung offen, Gamma. Bleiben Sie dran. Wir können uns das auch mal gerade sparen und einfach... So, jetzt schnell hier weg. Und jetzt können wir hier mal ein bisschen aufräumen?
Auf Scharfschütze machen aus der Distanz, genau. Ich liebe Scharfschützen. Stell dich da hinter den Pfeiler. Vorrang. Das ging Autsch. Da geht's den Berg runter. Also den Abgrund. Irgendwas schießt noch. Die Frage ist, von wo? Ach, da unten. Okay. So. Warum nicht... Oh nein, noch mehr. Zum Glück sind wir bessere Schützen als die. Ja, die KI ist nicht so... Was Kleber. Uns ja nur recht sein soll. Das tut schon vom Zuhören weh. Ja, dieses Geräusch, ne? Dieses Bzzz. Deine ganzen Hutch-Flächen durchscheuern. Ich weiß im Prinzip, wo ich hin will. Aber... Naja, hier hoch halt, ne? Das kann auch so falsch hier nicht sein. Die Frage ist, kommen wir hier lebendig runter? Ja. Sehr gut. Schauen wir uns das mal an. Ich mag das ja eigentlich in so einem schnellen Run zu sein, ohne großartig Pause zu machen. Aber dafür muss man schon ziemlich gut üben. So, was wir hier machen müssen, ist im Prinzip auch klar, genau. Wobei der Stunt... Mark Schoner, möchte sich bitte im Büro des Supervisors melden. Mark Schoner, bitte. Vielen Dank. Okay, der kleine Mark Schoner soll bitte zur Kasse kommen. Oops. Okay. Was war denn das jetzt? Da waren wir zu schwer für diesen Flaschenzug. Sind wir wieder unten gelandet? Ja. Wir sind wieder unten gelandet, ja. Können wir hier rauf? Ich kann mir doch einfach nicht anstellen, den Flaschenzug. Das wäre natürlich... Warte mal, hier ist tatsächlich ein Schalter. Okay, ein Tor. Es sieht sehr verdächtig rot aus. Okay. Ich will erstmal eine Waffe. Okay. Ja. Fast. Wir üben ein bisschen. So, man teest jetzt auch alle, ne? Haben wir glücklicherweise hier direkt davor gespeichert. Sehr schön. Wir laufen direkt auf den zu. Klar sterben wir. Ja, irgendwie muss ich erstmal rankommen. Ich kann mir mehr so von hinten rumsneaken. Sie sehen uns in dem Moment, wo wir hier reingehen. Ja, also. Aber man kann ja irgendwie, keine Ahnung. Hä? Was ist das jetzt? Der Zeitlupenmodus. Ich würde ihn gerne entwaffnen, ja. Und jetzt erstmal fliegen. Sehr gut. So.
Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Aber der Zeitlupenmodus hat geholfen. Okay, noch besser. Was hat der denn da für ein Benzinkanister? Warum? Scheiße, 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 scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Der kommt hinter der Säule. Unsere Waffe ist leer, das ist das Problem. Haha. Ich hätte gerne eine neue. Wieso kann ich die nicht aufheben? Toll. Geht zu leicht. Jetzt. Seltsam. Das hat gerade irgendwie nicht funktionieren wollen. Okay. Sieht aus, als wären die PK-Büros irgendwo vor dir. Da hinten. Gut, hier war einfach bloß der drin. Wir wollen also hier an diesen Computer. Wir wollen hier in dieses Büro. Ich sehe jetzt nicht, wo man da lang müsste. Vielleicht doch hier ja, rein ich durch die doch Fenster da, hüpfen. Kann ja, hier oben. Schießen oder so? Ich denke, die Fenster gehen nicht kaputt. Das sieht ziemlich kugelsicher aus. Ja, das ist so ein Sicherheitsglas mit diesem Metallgitter drin. Aber wir machen das Ganze jetzt mal so. Gut, eigentlich wollte ich da oben rauf. Komm schon, Felsi. Enttäusch mich nicht. Komm schon, da hier rauf. Also, ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. Ja, ich will eigentlich hier hinten. Aber das sieht auch nicht so ganz gut aus. Ich vermute, dass wir hier schon oben rum über einen Lüftungsschacht reinkommen. Ja, manchmal muss man ein bisschen rätseln. Im allerschlimmsten Fall, Leutchen, würden wir das, wenn das Gesuche jetzt länger dauert, natürlich für euch zusammenschnippeln. Guck mal, da hinten ist eine Treppe, geh mal da lang. Da hinten unten. Ja, da unten ist eine Treppe. Vielleicht zu einfach, aber vielleicht funktioniert. Vielleicht ist es tatsächlich zu einfach, ja. Ja, die Tür ist natürlich zu. Okay, hätte ja sein können. Die Idee war gut. Die Idee war schon gut. Kann man die was in die Luft sprengen mit diesen Sprengmitteln? Nee, ne? Was ist das hier? Was lesen die hier? Zeitschriften über sportliche Männer, okay. Ich hätte gerne mal das Telefon hier abgehört. Nun geht aber nicht. Zeitlupe. Guten Tag, hier ist Johansen vom Pleasant Fest Removal. Ich möchte Ihren Termin um 11 bestätigen. Es klingt, als hätten Sie da ein paar mächtig große Ratten. Bis dann. Okay. Können wir noch mehr hören? Hallo, hier ist Johansen von Pleasant Fest Removal. Sind Sie da? Wir hatten einen Termin um 11. Bitte rufen Sie uns wegen eines neuen Termins zurück. Vielen Dank. Okay, tatsächlich. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Ja, das war schon mal interessant. Irgendwer hat hier einen Termin mit wem und würde gerne zurückgerufen werden. Da kommen wir hin. Da kommen wir rein. Okay, alles klar. Dann weiß ich auch wie. Sehr schön.